wenn ihr nicht nur auf den Kalender schaut, sondern dieses Video dann anschaut und seht, da sitzt einer auf dem Sofa und steht nicht auf der Kanzel, dann wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für ein Special. Natürlich diesmal ein Karfreitags-Special. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns trotzdem verbunden bleibt und wir möchten euch das auch zurückgeben und euch daran teilhaben lassen, was wir heute machen. Wir wollen nämlich als Jugend uns die ganze Karfreitagsthematik, dass unser Herr Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und furchtbar gelitten hat, aber trotzdem da durchgegangen ist für uns, aus einer etwas anderen Perspektive angucken, nämlich aus einer musikalischen. Manche Leute haben Johann Sebastian Bach scherzeshalber den fünften Evangelisten genannt. Das liegt daran, dass er eine unglaublich geniale Fähigkeit hat, biblische Stoffe zu vertonen und an den Hörer heranzubringen. Uns nochmal mehr vor Augen zu führen, wie sehr wirklich Jesus gelitten hat, wie ergreifend dieses ganze Geschehen ist. Und genau deshalb werden wir uns heute die Matthäus-Passion anhören. Ihr werdet jetzt sagen, die sind krass drauf. Nein, nein, keine Sorge, wir werden hier nicht 2-3 Viertelstunden am Stück durchziehen, sondern einzelne Ausschnitte. Aber wir wollen sagen, gerade diese Ausschnitte in Maßen genossen, ist das eine sehr motivierende und auch vor allem eine sehr ja, einfach anregende und auf Christus ausrichtende Sache. Und deshalb unser Tipp an euch, seid mit uns verbunden, macht es auch. Den Link findet ihr in der Description. Karfreitag ist von der Historie eigentlich auch sehr eng verknüpft mit dem Passafest. Das weiß jeder, der die Bibel schon mal gelesen hat und weiß, dass sich an Karfreitag eigentlich das Passafest erfüllt hat, weil Jesus am Kreuz gestorben ist als das Lamm Gottes. Und wenn man an das Passafest denkt, dann denkt man an 2. Mose, an den Exodus, an den Auszug Israels aus Ägypten und was für Widerstand es damit verbunden gab. Und ich möchte euch mal ganz kurz mit hineinnehmen in eine interessante Entdeckung, die wir in 2. Mose Kapitel 8 finden. Mose kommt zum Pharao und sagt zu dem Pharao, dass Gott möchte, dass sein Volk auszieht. Er sagt, lass mein Volk gehen, lass mein Volk ziehen, let my people go. Und der Pharao sträubt sich am Anfang, lässt es nicht zu. Dann stellt er irgendwann einmal ein paar Bedingungen und sagt, unter welcher Bedingungen sie ziehen dürfen. Und ich lese euch das gerade mal vor aus 2. Mose 8, weil ich denke, dass das doch ganz spannend auch für unsere aktuelle Situation ist. Pharao sagt, 2. Mose 8, Vers 21, da rief der Pharao Mose und Aaron zu sich und sprach, geht hin, opfert eurem Gott in diesem Land. Gott hat zu Mose gesagt, die sollen zum Berg Sinai gehen und Pharao sagt, opfert in diesem Land. Mose sagt, nope, mach ich nicht. Da gehe ich nicht mit in diesen Kompromiss. Und Pharao weigert sich, sie ziehen zu lassen. Wir gehen weiter im nächsten Kapitel, Kapitel 9 und 10. Es kommen Plagen über das Volk und irgendwann lenkt der Pharao wieder ein und sagt zu Mose, ja, weißt du, Mose, ihr könnt doch gehen. Aber er stellt wieder eine Bedingung. Und seht euch mal die Bedingung an, den Kompromiss für den Gottesdienst. 2. Mose 10, Vers 10, da sagt er, da sprach er zu ihnen, der Herr sei ebenso mit euch, wie ich euch samt euren Kindern ziehen lasse. Seht! Ihr habt Böses im Sinn, nicht so, sondern ihr Männer geht hin und dient dem Herrn, denn das habt ihr auch verlangt und man jagte sie weg vom Pharao. Der Pharao sagt also, nur die Männer sollen dem Gebot Gottes befolgen, quasi kein Kindergottesdienst soll stattfinden. Nur die Männer sollen hingehen zum Berg Sinai und dort Gottesdienst halten. Was macht Mose? Nein, Gott will das ganze Volk haben. Kein Kompromiss, er gibt nicht nach. Am Gottesdienst wird nicht gekürzt und es geht weiter. Mit einem weiteren Kompromissvorschlag im selben Kapitel, 2. Mose 10. Und dann ruft er nochmal Mose zu sich und sagt, geht hin, Vers 24, 2. Mose 10, 24, geht hin, dient dem Herrn, nur eure Schafe und Rinder sollen hierbleiben, lasst auch eure Kinder mit euch ziehen. Und hier kommt's. Er sagt, hey, ihr könnt alle gehen, ihr könnt alle Gottesdienst dort feiern, aber ihr bekommt kein Opfer. Und der christliche Gottesdienst macht keinen Sinn ohne das stellvertretende Opfer Jesu Christi. Und was wir an diesen drei Beispielen exemplarisch einmal herausgreifen und uns auch für unsere heutige Situation vor Augen stellen wollen, ist, dass Gott die Bedingungen stellt für den Gottesdienst, nicht der Pharao. Und das gilt auch für uns als Gemeinde und so auch für unsere heutige Zeit. Wir haben heute eine Predigt gehört über Jesaja 53, über den leidenden Gottesknecht. Und der leidende Gottesknecht ist eine Vorausschattung von Messias, Jesus Christus, der im Neuen Testament ja dann geoffenbart wurde und am Kreuz gestorben ist. Und wenn ihr noch ein bisschen Lust auf ein bisschen Lyrik habt, auf unserem YouTube-Kanal findet ihr auch noch ein Gedicht dazu. Könnt ihr auch anschauen und euch auch so diesen Tag heute noch etwas näher zu Gemüte führen. Hallo, ich darf euch auch noch einen Gruß ausrichten. Und zwar
ist, kommt der aus Römer 5, Vers 8. Und da steht geschrieben, Gott aber erweist seine Liebe in uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und vor allen Dingen in dieser Zeit, wo wir jetzt sehr oft auch fragen, wo ist Gott? Und was, ja, wie können wir ihn erleben? Ist das gut zu wissen, dass Gott ein für alle Mal am Kreuz uns seine Liebe bewiesen hat und dass Jesus für uns Sünder gestorben ist, als wir ihn noch abgelehnt haben? Und ja, das soll der Gruß sein. Gott aber erweist seine Liebe darum, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Liebe Karfreitag-Grüße hier aus Hannover. Und falls ihr noch auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen könnt, unten in der Description findet ihr den Link dazu. In diesem Sinne, Gottes Segen.